In diesem Tutorial geht es darum, wie man mit Typemill Inhalte erstellt. Dazu gehen wir wieder auf unsere Demo-Seite und steuern die Login-Seite an unter /tm/login und melden uns einfach an. Nach der Anmeldung werden wir sofort auf den Inhaltsbereich umgeleitet. Und die Inhaltsbereiche jeder Seite besteht aus drei Elementen. Wir sehen einmal hier die eigentlichen Inhalte. Auf der linken Seite sehen wir eine interaktive Navigation, die die Seitenstruktur abbildet. Und ganz unten, da sehen wir für die jeweilige Seite eine Publish-Bar, in der man die Artikel publizieren, depublizieren, löschen oder eben auch den Schreibmodus ändern kann. Wir gucken uns erst einmal die interaktive Navigation an. Hierüber kann man die Webseite erstellen und die Seiten strukturieren. Anders als beispielsweise bei WordPress ist bei Typemill eine Seite hierarchisch strukturiert. Das liegt auch daran, weil Typemill eben für Publisher gebaut ist und man aus einer Typemill-Webseite ein Buch generieren kann. Das heißt, die Inhalte, die sind ähnlich strukturiert wie in einem Buch. Wir können hier einfach eine neue Seite anlegen, indem wir hier auf das Add-Item-Button klicken, einen Titel eingeben und dann eine neue Datei anlegen. Wir haben jetzt hier die neue Datei. Darauf können wir klicken und dann sind wir auf der Inhaltsseite und dann sehen wir ein bisschen Demo-Inhalt, den wir dann ändern können. Wir können aber noch mehr machen und zwar können wir die Seite verschieben. Wir können die Seite auch zu einer komplett anderen Sektion verschieben. Oder wir können die Seite auch in eine andere Ebene verschieben. Wir haben hier farbliche Markierungen der einzelnen Seiten. Die Bedeutung ist die folgende: Grün ist die Seite ist publiziert, rot ist die Seite ist nicht publiziert. Ich würde diese Seite hier jetzt mal publizieren über den Knopf Publish. Dann sehen wir, dass die Farbe grün ist. Ich würde jetzt mal die Inhalte einfach ändern. Und diese Änderung speichern. Und dann sehen wir, dass die Farbe auf Orange springt. Das bedeutet, diese Seite ist publiziert. Sie ist im Hintergrund aber geändert worden. Diese Änderungen sind jetzt aber noch nicht veröffentlicht. Wenn ich diese Änderung veröffentlichen möchte, dann drücke ich einfach nochmal hier auf den Publish-Knopf. Ich kann diese Änderung aber auch verwerfen, indem ich hier auf Discard klicke. Ich klicke mal drauf. Dann kommt nochmal eine Sicherheitsabfrage. Und dann werden die Inhalte wieder zurückgesetzt auf die publizierte Version. Wir können die Inhalte auch wieder offline nehmen. Hier ist der Knopf. Wenn ich den drücke, offline, dann springt die Farbe wieder auf rot. Das bedeutet, die Inhalte sind überhaupt nicht mehr publiziert. Ich publiziere die Inhalte wieder. Jetzt sind sie wieder online. Und ich kann natürlich die Seite auch löschen. Das mache ich hier mal kurz. Jetzt ist die Seite gelöscht. Wir erstellen die Seite wieder. Und möchten die Seite jetzt mal mit Inhalten füllen. Bei Typemill werden Inhalte mit der Auszeichnungssprache Markdown erstellt. Markdown ist sehr verbreitet. Das kennt man zum Beispiel von Git oder GitHub oder auch von allgemeineren, populären Tools wie Trello zum Beispiel, Reddit und so weiter und so fort. Ist also inzwischen auch sehr stark verbreitet in normalen Anwenderkreisen. Man kann einfach im Internet googeln nach Markdown-Syntax und dann findet man haufenweise Anleitungen. Es gibt auch auf Typemill.net eine kleine Anleitung. Dort findet man ein paar Infos und man findet die Markdown-Auszeichnungen, die Typemill nutzt. Grundsätzlich ist es so, dass Markdown nicht jedermanns Sache ist. Die Sprache ist zwar sehr einfach zu erlernen, aber es gibt so einige Elemente, die sind ein bisschen schwieriger. Deswegen hat Typemill einen eigenen Visual Editor erstellt. Dieser Editor funktioniert so ein bisschen ähnlich wie ein HTML-Editor. Man muss keine Markdown-Sprache können, sondern der Editor macht das alles für einen. Wir schauen uns einfach mal einen ganz normalen Paragraphen an, einen ganz normalen Text. Wir können hier einfach irgendeinen Text erstellen und wir können diesen Text inline dann auch noch ganz normal formatieren. Das ist die Auszeichnung für die Fettung. Dann klickt man hier auf Speichern und dann sieht man auch tatsächlich,
wie das aussieht. Wir können hier auch einen Link eingeben. Das mache ich jetzt mal eben. Dann sieht man auch hier wieder die Auszeichnung von Markdown. Und wenn ich auf Speichern klicke, dann wird das direkt in einen Link umgewandelt. Dann erstellen wir einfach mal ein paar Absätze. Ich erstelle hier mal eine Liste. Man sieht, wenn ich am Ende eines Elements zweimal auf Return drücke, dann wird das Element automatisch gespeichert. Damit kann man sich den Druck auf den Save-Button sparen. Automatisch geht dann wieder ein neuer Paragraph auf. Wenn ich den nicht haben möchte, dann kann ich auch wieder einfach einmal Return drücken und der Paragraph geht zu. Jetzt würde ich mal eine geordnete Liste erstellen. Ein weiterer Punkt, wie man sieht, arbeitet der Editor mit Blocks. Das heißt, mit jeder Paragraph ist ein eigener Block und man kann diese Blocks auch verschieben. Ich kann oberhalb von Inhalten weitere Inhalte einfügen über diesen Plus-Button. Ich würde hier jetzt mal ein spezielles Element einfügen, und zwar ein Binnenverzeichnis, ein Inhaltsverzeichnis. Und dann kann ich hier beispielsweise Überschriften einfügen. Man sieht, dass das Inhaltsverzeichnis sich automatisch aktualisiert. Ich kann auch Überschriften anderer Ordnung eingeben. Auch hier aktualisiert sich wieder das Inhaltsverzeichnis und ich kann natürlich Inhalte auch löschen, indem ich hier auf das rote Kreuz drücke. Es gibt auch komplexere Inhalte, beispielsweise Tabellen. Tabellen sind im Markdown üblicherweise sehr unschön zu bearbeiten. Bei Tabmill hingegen kann man auch Tabellen ganz normal, wie man das kennt, über HTML-Editoren befüllen und anschließend sieht man eine schöne Tabelle. Gleiches gilt für Bilder, auch die sind im reinen Markdown etwas schwieriger zu handeln. Bei Tightmail geht das relativ einfach. Ich kann ein Bild entweder hochladen oder über die Library ein Bild auswählen. Dann kann ich dort Alttexte eingeben. Ich kann auch eine Bildunterschrift eingeben. Man sieht also, der Markdown-Editor funktioniert sehr einfach und ist auch für Laienanwender, die Markdown noch nicht können, sehr einfach zu handeln. Wenn man lieber reines Markdown schreibt, dann kann man hier unten in den RAW-Modus wechseln. Und dort sieht man tatsächlich die reinen Markdown-Auszeichnungen, die Texte mit der reinen Markdown-Auszeichnung. Das ist auch nützlich, wenn man beispielsweise größere Absätze verschieben will. Das ist mit dem Block-Editor ein bisschen umständlich, mit dem Markdown-Editor, mit dem RAW-Editor ist das kein Problem. Wenn man möchte, kann man den RAW-Modus auch als Standard-Modus einrichten. Dazu gehe ich hier einfach in die Settings zum Abschnitt Writing und klicke hier den RAW Markdown Editor an. Gleichzeitig kann ich beim Visual Editor verschiedene Elemente auswählen. Ich würde hier jetzt einfach mal ein paar Elemente wegklicken. Dann speichern wir das Ganze, schauen uns das im Content-Bereich wieder an. Und man sieht, dass die Inhalte jetzt immer in dem RAW-Modus öffnen. Ich kann hier unten dann wieder in den Visual-Modus wechseln. Und auch hier sieht man, dass wir unten jetzt andere, weniger Auswahlbuttons haben. Soweit zu den normalen Inhalten. Zusätzlich gibt es auch noch Metadaten. Hier kann man einen Metatitel eingeben, eine Meta-Description. Man kann ein Hero-Image eingeben. Es ist allerdings abhängig vom Theme, was mit dem Hero-Image passiert. Beim Cyanin-Theme wird dieses Hero-Image nicht angezeigt, sondern es wird nur beim Teilen in sozialen Netzwerken genutzt. Außerdem kann ich hier noch einen Autoren eingeben. Ich kann auch einen Owner eingeben. Das hat was mit Rechten zu tun. Das werden wir in einem anderen Tutorial nochmal sehen. Und ich kann ein Publikationsdatum eingeben. Das wird üblicherweise genutzt für die Anzeige im Frontend. Ich speichere das Ganze mal und will jetzt mal den Artikel publizieren. Und wir sehen, sobald ich den Artikel publiziere, werden automatisch dem Feld Meta-Title und Meta-Description
Inhalte aus der Seite extrahiert. Die machen wie in diesem Fall manchmal keinen Sinn. Aus SEO-Gründen sollte man hier auf jeden Fall dran arbeiten und gute Inhalte reinschreiben. Außerdem kann ich noch zwei andere Dinge machen. Und zwar kann ich hier den Navigationstitel ändern. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Und zusätzlich kann man die Seite aus der Navigation verbergen, indem man hier die Checkbox anklickt. Beides mache ich mal ganz kurz. Es wurde gespeichert und jetzt schauen wir uns das oben an. Der Navigationstitel lautet jetzt anders und ich habe ein Icon im Frontend mit einem durchgestrichenen Auge, was signalisiert, dass der Navigationspunkt nicht mehr sichtbar ist. Gleichwohl kann ich den Navigationspunkt im Frontend aufrufen. Ich gehe hier einfach mal auf die Frontend-Seite über diesen Button und sehe hier meine Seite. Im Moment habe ich den Navigationspunkt noch sichtbar in der Navigation. Das hat einen speziellen Hintergrund und zwar wird die Navigation bei TypeMill gecached und dieser Cache wird alle 10 Minuten aktualisiert. Ich kann diese Wartezeit allerdings umgehen, indem ich die Seite einfach hart refreshe. Ich mache das mal ganz kurz und dann sehe ich, dass diese Seite aus der Navigation verschwunden ist. Ansonsten wartet man einfach 10 Minuten und die Seite ist ebenfalls weg. Das war es auch schon, was man über die Inhalteerstellung bei TypeMill wissen muss. Einen letzten Punkt möchte ich noch zeigen. Und zwar hatte ich ja ursprünglich gesagt, dass TypeMill strukturierte Inhalte nutzt. Das ist auch richtig. Allerdings gibt es ein etwas versteckteres Feature. Und zwar, wenn man auf so einen Ordner klickt und dann die Metadaten öffnet, dann gibt es ganz unten einen Punkt, ob die Inhalte, die Unterseiten in diesem Ordner Pages sein sollen oder Posts. Posts entsprechen dann eben einer Sortierung nach Datum und eher so eine Art Blog. Ich würde das jetzt einfach mal so speichern. Und dann sehen wir, dass hier die strukturierten Inhalte ausgeblendet sind. Ich gehe jetzt mal drauf. Und dann werden hier die Inhalte so als Post mit Veröffentlichungsdatum gelistet. Wir können uns das mal ganz kurz als Beispiel anschauen auf der offiziellen TypeMill-Seite. Dort gibt es auch einen Bereich, der heißt Latest News. Und dort werden die Inhalte, die einzelnen Seiten so im Blog-Stil aufgelistet. Man muss allerdings sagen, dass dieses Feature begrenzt ist. Das heißt, wenn jemand einen Blog bauen will, dann sollte er dafür eine richtige Blog-Software nutzen und nicht TypeMill. Dieses Feature ist wirklich nur dafür gedacht, um so einen kleinen News-Bereich aufzubauen. Gut, dann würde ich vorschlagen, probiert ihr einfach mal TypeMill aus und erstellt eure Inhalte und ihr werdet sehen, es ist ganz einfach.